Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Forchies 82 mit einem neuen Mediabook-Unboxing-Video für euch. Und ich war gestern beim Verleihshop.de und habe ein recht großes Päckchen abgeholt. Und da waren insgesamt 6 Mediabooks enthalten. Und die ersten 3 schauen wir uns jetzt an und die anderen 3 jetzt dann gleich im Anschluss oder morgen früh, je nachdem, wie ich Zeit habe, das wie noch zu schneiden. Und die ersten 3 sind einmal hier die Ace Ventura Trilogie von NSM Records. So schaut es also von der Seite aus. Schon mal sehr schön. Und wir werden es mal alle nach und nach mal angucken. Alle 3 Teile. Und ja, was es zu bieten haben, auch da kommen wir mal rein, auch ins Booklet. Aber bevor wir dazu kommen, erst einmal natürlich ganz verschiedene Covermotive schauen wir uns erstmal an. Und das ist dann doch einiges geworden, denn jeweils gibt es 4 Covermotive zu den jeweiligen Filmen. Also wir haben hier wirklich insgesamt 12 verschiedene Covermotive. Und es kommt auch noch die Ace Ventura Zeichentrickserie raus, aber die ist jetzt noch nicht mehr dabei gewesen. Die kommt anscheinend erst später. Mal schauen, wie ich sie bekomme von Verleihshop. Aber ich bin da recht zuversichtlich, habe es noch nie Probleme gehabt, dass ich da was nicht bekommen habe. Wir fangen mal an mit dem ersten Teil natürlich. Jim Carrey in Ace Ventura. Eine Kultkomödie der 90er Jahre. Sie machen immer das Spaß. Und gibt es auch dazu schon auch ein Filmreihen wieder zu Teil 1 und Teil 2. Teil 3 ist auch hier eine DVD- und Blu-ray-Premiere. Von daher werde ich mir jetzt auch endlich mal angucken. Und ja, also Ace Ventura, ein tierischer Detektiv, gibt es 4 verschiedene Kaffeemotive. Einmal das KVA-Motiv, das ist das hier, das ganz normale Kinoplakat, gefällt mir von allen mit am besten, ist auf 999 Stück limitiert. Einmal hier das fertige Produkt, einmal hier das Produktfoto und dann gibt es noch eben 3 weitere Motive, das KVB-Motiv, das Ganze schaut hier so aus, finde ich gar nicht mal so schön. Ist auf 111 Stück limitiert. Für mehr, glaube ich, würde ich es auch nicht machen. Dann das KVC ist ebenfalls eine Zeichnung, das rosa gehalten wurde, hat eine Ähnlichkeit zu Vice City von GTA irgendwie ein bisschen. Ist auf 222 Stück limitiert, auch das gefällt mir weniger. Und dann noch das weiße Motiv, das KVD, auch das, leider auch nicht unbedingt das schönste Motiv. Und das ist ebenfalls auf 222 Stück limitiert. Und nein, wir haben hier keine Repack, denn es wurde mich hier die TV-Fassung als auch die Integralfassung hier mit dabei. Und es wurde auch komplett auf Deutsch synchronisiert mit den Originalsprechern. Also von daher haben wir hier einen Mehrwert von dieser Edition. Und auch da bin ich schon mal gespannt, wie mir diese Fassung auch gefallen wird. Also ich habe eben 3 Fassungen in diesem Mediabook mit drin. Es sind auch nur 2 Blu-ray-Discs enthalten. Einmal eben mit der Integralfassung, einmal die Kinofassung. Aber auch da schauen wir uns gleich mal alles näher an. So, dann geht es weiter mit dem zweiten Teil Ace Ventura. Jetzt wird's wild. Für mich noch ein abgedrehter Spaß, noch mehr Gags. Und ja, auch da gibt es wieder mal 4 Covermotive. Aber hier ist die Limitierung ein bisschen geringer. Einmal hier das Cover-A-Motiv ist auf 888 Stück limitiert. Einmal hier das fertige Produkt, einmal hier das Produktfoto, müsste auch hier das Kinoplakat gewesen sein. Dann das Cover-B-Motiv, auch das ist wie eine Zeichnung in grün gehalten. Gefällt mir einen kleinen Ticken besser, aber auch nicht das Gelbe vom Ei, ist auch auf 111 Stück limitiert. Dann das Cover-C-Motiv ist das auch in der Wetterzeichnung, ja, ist auch jetzt ein bisschen besser als das vom ersten Teil, ist ebenfalls auf 222 limitiert und das KVD ist ein Alternativ zum Original. Da fehlen eben die Palmen an der Seite, eben nur der Ritt auf den Krokodil und das ist ebenfalls auf 222 Stück limitiert. Und dann als Blu-ray-Disc Premiere haben eben hier Ace Ventura, der Tigerdetektiv, eben die der nächste Film, also der letzte Film davon mit dem Sohn vom Ace Ventura, den Film kenne ich jetzt auch hier überhaupt nicht, aber hier ist die Limitierung doch etwas reduziert worden. Das ist hier das ganz normale Kinoplakat, ist auf 150 Stück limitiert, also auch hier recht dünn gehalten, einfach aus dem Grund, die meisten wollen diese Film wahrscheinlich auch nicht haben, da ist die Limitierung auch recht niedrig gehalten. Dann gibt es das KVB-Motiv, da ist hier eben auch eine Zeichnung mit dem T-Rex, auf wie hoch es limitiert ist,
konnte ich nicht rausfinden, aber müsste auch recht niedrig sein. Und das KVC-Motiv ist eine Zeichnung mit dem Hund vorne drauf, auch das sehr schön. Ebenfalls ungewiss, wie hoch die Limitierung ist. Und das KVD ist eben hier das mit den Füßen und mit den Krallenschuhen. Und das ist gerade mal auf 66 Stück limitiert. Also auch hier sehr, sehr geringe Limitierungsnummer. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde einfach die ganz normalen Kinoplakate einfach hier am besten. Ich mag es einfach ganz gerne. Und ja, das sind schon mal die ganzen verschiedenen Kaffeemotive gewesen. Und jetzt würde ich mal sagen, wir machen mal die Folie runter. Und schauen uns mal die Mediabooks ganz genau an. Bei Amazon sind die meisten Mediabooks davon hier schon ausverkauft. Aber schauen wir bei JPC vorbei. Dort sind die auch noch verfügbar. Oder wie gesagt, beim verleihshop.de einfach mal anschreiben. Unter mediabooks@verleihshop.de und da mal nachfragen. Habt ihr Glück und ihr könnt ja noch welche vom Verleihshop noch ergattern und auch bekommen. Denn das ist auch immer recht einfach dazu bestellen. Wie ich persönlich finde, E-Mail schreiben und schon wird es auch dem Warenkorb hinzugefügt. Und ja, ich dachte eigentlich, wenn ich schnell mehr auspacken und ich wollte schon ein bisschen was, aber nein, natürlich nicht. Einmal ausgepackt das Cover Teil 2 und noch einmal hier den dritten Teil. Ja, jetzt ist natürlich meine Dialog zu Ende. Packen wir mal ganz fix aus. Und auch hier noch dann Teil 3. Und würde mal sagen, wir gehen direkt mit dem ersten Teil in die Ego-Perspektive über. Und dann schauen wir uns mal die Mediabooks alle nach und nach mal ganz genau an. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit den drei Mediabooks zu Ace Ventura mit Jim Carrey. Jim Carrey und einmal hier sein Sohn. Und muss echt sagen, wenn wir es hier total links sehen, schauen sie wirklich schon mal sehr schön aus. Und bevor wir zu den Mediabooks an sich kommen, schauen wir uns dann mal ganz kurz uns den Spine an. Und auch das passt wirklich perfekt zusammen. Wie ich persönlich finde, einmal hier das NSM-Logo in der richtigen Reihenfolge. Auch hier Ace Ventura, auch hier alles passend genau. Und das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Dann die Bestellnummer und unten die Blu-ray-Disc-Logos. Und von daher vom Spine her schaut die schon im Regal schon mal sehr, sehr schön aus. Und damit legen wir mal kurz die anderen auf Seite und fangen natürlich mit dem ersten Teil an. Jim Carrey, Ace Ventura, ein tierischer Detektiv mit dem ganz normalen Kinoplakat. Für mich persönlich wirklich das schönste Motiv von allen vier Kaffeemotiven, aber wie immer ist es wieder Geschmackssache. Und auch hier der Druck ist auch hier wirklich gestochen scharf, wenn wir näher rangehen. Und auch, wir haben auch hier schöne Seite Farben. Das sehen wir vor allem auch hier an seinem Hawaii-Hemd. Und hier oben drauf eben Jim Carrey. Spine haben wir uns schon angeguckt. Und einmal wieder die Rückseite. Achtung, hier kommt das Gummigesicht. US-Top-Komiker Jim Carrey. Seine Gemassen sind einmalig, seine Witze genial und sein Charme unwiderstehlich. Ace Ventura, ein tierischer Detektiv, er ist Haustierdetektiv, der Beste. Und den man finden kann und der Einzige. Nur er kann das schreckliche Verbrechen aufklären, das Miami erschüttert. Der Delfin Snowflake, Maskottchen der Miami Dolphins, wurde entführt. Oh my goodness. Ein paar Szenenfotos aus dem Film gibt es hier auch noch. Dann haben wir hier dann die Credits und einmal hier eben die Tension-Daten. Der Film geht 86 Minuten in der Kinofassung und 97 Minuten in der Integralfassung. Wir haben hier Deutsch DTS HD Master Audio 2.0 und Englisch DTS HD Master Audio 5.1. Und jetzt hier könnt ihr mal die Extras mal durchlesen. Es ist wirklich sehr klein geschrieben. Einmal mit der TV-Fassung, dann die Integralfassung, Audiokommentare mit dem Regisseur, Vintage Features, hier den Kulissen haben wir auch mit dabei, Interview mit Courtney Cox und dann noch Marino, Jim Carrey, Tom Sidiak, Tony Lück und John Young. Entfernte Szenen, deutsche Trailer, englische Trailer, alternative englische Trailer, japanische Trailer, Radiospots und ein 24-seitiges Booklet mit Text von Jakob Laurich und Daniel Wagner. Und die Limitierungsnummer 99 Stück. Ich habe die 839 bekommen. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben. Und jetzt schlagen wir uns mal das ganze Mediabook hier auf. Und auch hier haben wir ein schönes Motiv mit Jim Carrey hier vorne drauf. Einmal hier die Kinofassung, wie ihr seht. Kinofassung auf Blu-ray Disc ab 12 Jahren freigegeben. Und einem hier dann die Rückseite ist hier eher, das sind Autos, sind es hier, etwas schwer zu erkennen. Und einem hier dann Ace Ventura, ein tierischer Detektiv.
schönes Farbe auf jeden Fall, ist auch hier reingeklebt, leider nicht reingenäht. Und dann geht's hier mal los. All Whitey then, Ace Ventura, ein tierischer Detektiv und die Komik des Jim Carrey von Jakob Larisch und Daniel Wagner geschrieben. Enthält Spoiler und sollte eben erst nach dem Filmgenuss genossen werden. Und dann schauen wir uns das Ganze hier mal an. Das System, Jim Carrey, die Stellvertreter-Komik. Die Bilder sind hier echt richtig gut. Besteuert. Dann vom neuen Selbstvertrauen und neuen Einsichten. Jim Carrey einmal anders. Oh, die Truman Show unbedingt mal angucken. Der Mondmann kenne ich jetzt noch nicht. Gott und die Welt. Dann Jim Carrey als Antagonist und einmal hier Ace Ace Baby, der anarchistische Geist von Ace Ventura. Und einmal hier das große Ace Ventura Antidetektiv Quiz. Welcher Song ist während des Liebesspiels von Ace und Melissa zu hören? Oh mein Gott. Ich glaube, es ist Lion Sleeps Tonight, glaube ich, mir alles täuscht. Welche Tiere leben in Ace Kühlschrank? Ich glaube, Pinguine? Welche deutsche Schauspieler spielt im Film mit? Thomas Kretschmann? Okay, also ihr seht schon, Lösung auf der nächsten Seite. Da schauen wir, ach, hier sind die Lösungen. Okay, 1a, mal gucken, was ich habe. Ja, richtig. 2c. Habe ich Pinguin gesagt? Ja, ich habe Pinguin gesagt. Und 3a. Oh, okay, na, habe ich, okay, falsch. Ja, ein sehr schönes Motiv. Und hier nochmal ein bisschen über die Autorin. Und dann noch einmal hier dann die TV- und Integralfassung. Und die werden auch bald mal reingezogen werden. Und ja, schauen wir das Mediabook vom ersten Teil schon hier, sehr schön. Und die Discs machen wir da rein. Und somit ist schon mal der erste abgeschlossen. Schon mal ein sehr schönes Mediabook geworden. Mit dem Quiz auch ganz interessant. Und weiter geht's immer mit Ace Ventura. Jetzt wird's wild. Dem zweiten Teil, der noch etwas durchgeknallter ist als der erste Teil. Mit diesem schönen Motiv hier. Ist jetzt nicht ganz so gestochen scharf wie das vom ersten Teil. Wenn wir näher rangehen, einmal hier die Krokodile. Dann Ace Ventura, jetzt wird's wild. Und man kennt es vor allem auch hier am Gesicht, dass die Schärfe nicht ganz so gut ist wie das vom ersten Teil. Okay, gut, der ist auch weiter weg. Aber trotzdem ein schönes Motiv. Dann einmal hier den Spine. Und einmal hier die Rückseite. Und ihr seht ihr schon, hier wird es ein bisschen heftiger werden. Ace Ventura, jetzt wird's wild. Die heilige weiße Fledermaus des Wahati-Stammes wurde gestohlen. Ein Fall für den tierischen Detektiv Ace Ventura, der sich nach missglückter Rettung eines Waschbären in einen tibetanischen Kloster zurückgezogen hatte. In 2 Tagen muss das Tier wieder da sein. Für Ace Zeit genug, um den Dschungel in ein Katastrophengebiet zu verwandeln. Und ja, hier gibt es auch eine sehr verstörende Szene, die Geburtsszene von Ace Ventura. Das war schon wirklich sehr verstörend, aber ich muss aber das sagen, er macht schon wirklich viel, viel Spaß. Wir haben jetzt eben hier die Blu-ray-Disc und die DVD-Fassung hier mit dabei. Die Blu-ray-Disc geht hier 94 Minuten und die DVD 90 Minuten. Und auch hier haben wir DTS HD Master Audio 5.1 in Deutsch und Dolby Digital 2.0 in Englisch noch Deutsch vorliegen und auch Englisch ebenfalls. Und als Access gibt es ja auch hier einiges zu bieten. Einmal ein Making-of-Feature, dann Behind-the-Scenes, Interviews mit Jim Carrey, Steve Odenkirk und Ian McNein. Nashorn-Szene, genau das meine ich. Original-Trailer, deutscher Trailer, japanischer Trailer, DVD-Version und ein 24-seitiges Booklet mit Text von Jakob Larisch und Daniel Wagner. Und hier die Limitierungsnummer ist auf 888 limitiert, das KVA, und ich habe die 224 und ist ab 12 Jahren freigegeben. Und hier schauen wir uns mal das an. Einmal hier die Blu-ray Disc, die ist hier mit demselben Motiv wie auch schon das Covermotiv.
einmal hier ein Schwarz-Weiß-Foto, jetzt nicht ganz so schön, wie ich finde, ein Schwarz-Weiß zu halten, auch in Farbe machen können, aber das ist auch kein sehr gutes Bild, muss man hier sagen. Dann haben wir hier Ace Ventura, jetzt wird's wild, mit demselben Motiv, ist okay, hier ist es auch ein bisschen schärfer, wie ich finde, wenn wir hier näher rangehen. Und dann haben wir hier mal durch Shikaka, Ace Ventura, jetzt wird's wild, von Jim, mit Jim Carrey von A bis Z. Die Komik des Jim Carrey Teil 2. Dann haben wir hier Jim Carrey von A bis Z. Auch so viel zu entdecken. Und ein weiteres Quiz von Ace Ventura. Mal gucken, ob wir hier auch oder was machen können. Was für ein Tier versucht Ace in der Eröffnungsszene zu retten? Das war der Waschbär. Welcher Film wird in der Sequenz parodiert? Das ist auf jeden Fall Rambo. Ja, Rambo. Zu welcher Familie gehört Ace Affe Spike? Ich glaube zu den Kapuzineräffchen. Mal gucken, ob wir richtig raten. Hier gibt es noch kein Bild. Hier immer. Also, Lösung 1c, ja, habe ich richtig, ist der Waschbär. Oh, 2c ist Cliffhanger. Das habe ich nicht. Oh, ist Cliffhanger, echt, ohne Scheiß. Okay. 3d, das ist richtig. Ja, habe ich schon mal 2 von 3 richtig. So ist schlecht. Gut, und gibt es hier noch, hier gibt es noch mehr. Also hier gibt es noch weitere Fragen noch. Das ist ein bisschen komisch jetzt. Ja, also hier geht es noch mal zwei weitere Fragen. Hier und hier unten. Und nochmal hier eben dann ein Autoren. Ach ja, ein wunderbarer, bescheuerter Film. Aber macht Spaß. Und dann mal hier dann die DVD-Fassung. Wie gesagt, Rückseite, zumindest in dem Motiv. Hintergrundmusik ist leider nicht ganz so berauschend. Auch in Schwarz-Weiß gefällt mir jetzt nicht ganz so. Und damit sind wir auch durch mit dem zweiten Teil von Ace Ventura. Wir machen weiter mit dem dritten und letzten Teil, und zwar Ace Ventura, der tierische Detektiv eben. Der Film ist etwas neuer, aktueller, glaube ich. Aus dem Jahr 2009 ist dieser Film. Natürlich spielt er nicht mit Jim Carrey mit. Einmal hier das Motiv. Ob man diesen Film jetzt oder allgemein diesen Film jetzt im Mediabook braucht, ist natürlich wieder hingestellt. Ich liebe Mediabooks, von daher ist es auch in Ordnung für mich. Ja, einmal Ace Ventura, der tierische Detektiv, mit einem weiteren schönen Motiv, mit den verschiedenen Tieren drauf. Und als süßen Miezekatze, ein Bärchen. Vom Motiv her auch das nicht ganz so scharf, wie vor allem das Gesicht ist eher unscharf. Wenn wir näher rangehen, dann haben wir hier den Spine. Und einmal hier die Rückseite. Ace Ventura, der Tierdetektiv, als seine Mutter wegen eines entführten Babypandas ins Gefängnis landet, tritt Ace Ventura Jr. als Detektiv in die Fußstapfen seines berühmten Vaters. Zusammen mit Laura und Technikgenie A+ will er einen dreisten Tierdieb stellen, der die Haustiere seiner Freunde entführt hat. Aber er endet zunächst nur Hohn und Spott. Doch dann führt eine heiße Spur zu einem verrückten Wissenschaftler. Was hat der arrogante Milliardärsohn Paddington Jr. mit dem Fall zu tun? Ja, klingt interessant. Mal gucken, ob das wird. Ein paar Szenenfotos aus dem Film. Dann haben wir hier dann die Credits und einmal hier eben dann die technischen Daten. Der Film geht 93 Minuten auf Blu-ray Disc und auf DVD 90 Minuten. Und wir haben DTS HD Master Audio 2.0 in Deutsch und Dolby Digital 2.0 vorliegen und Englisch ebenfalls DTS HD Master Audio 5.1 und Dolby Digital 5.1. Und einmal hier die Extras mit einem Original-Trailer, Ace Ventura 3, The Inside Story, beide Szenen, Gag Reel Ace und His Animals, All Play and No Work, Austin and Emma, New Introduction, The Animals, Ox the Dog, DVD-Verfassung und einmal hier ein 24-seitiges Booklet mit Text von Daniel Wagner. Auch hier ab 12 Uhr freigegeben und hier das KFA ist auf 150 Stück limitiert und ich bekam Nummer 59. Und auch hier schlagen wir jetzt mal auf.
anheben. Die Blu-ray-Disc, wie gesagt, haben wir hier eine Blu-ray-Premiere von diesem Film, denn den gab es bisher noch nicht auf Blu-ray-Disc. Auf DVD bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Einmal heben, dann das Hintergrundmotiv ist sehr schön gemacht. Auch hier ein scharfes Motiv, ist Ähnlichkeiten zu dem KVD. Dann Ace Ventura, Pet Detective. Und auch hier schauen wir uns mal das Bild an. Einmal hier auch ein gestochen scharfes Bild. Alle guten Dinge sind drei. Als Illustrator Vertreter von Filmfortsetzungen fürs Fernsehen von Danny Wagner geschrieben. 9 Aspekte, warum Ace Ventura besser noch gestern gesehen haben sollte. Ich bin gespannt. Das Drehbuch der Hauptdarsteller, die Nebendarsteller geht es hier. Dann die Kulissen. Regie mangelt. Einmal dann die Wandhandlung, die Witze, die Bedeutung des Films. Okay, da gibt es auch eine Bedeutung. Und jetzt gibt es hier eben das riesengroße Ace Ventura 3 Quiz. Okay, da bin ich leider raus, weil ich kenne diesen Film überhaupt nicht. Aber wir probieren es einfach mal. Welches Tier verfolgt Ace Junior zu Beginn des Films? Was sagt ihr? Ich sage jetzt mal B, ein Affen. Mit welcher Waffe rettet er das Tier? Churro. Welches dieser Tiere versteckt Ace Junior zu Beginn des Films nicht vor seiner Mutter? Ein Baby-Alligator. So, mal gucken, ob wir hier mit... Oh Gott, das bleibt mir immer noch mehr Fragen hier. Hilfe. Von der Leinwand zu den Fortsetzungen. Und hier das Grauen kennt kein Ende. Die Kuh will gemolken werden. Und jetzt hier gibt es dann die Lösung. Es sind insgesamt 40 Fragen. Es gibt 40 Fragen. So, also. 1C. Na, ist es die Ratte gewesen? Dann 2D. Da habe ich so richtig geraten. Churro. Und 3C ist der Hamster. Okay, also ich habe auch hier 1 von 3 richtig. So, kann man mal machen. Okay, und einmal hier nochmal ein bisschen noch. Die Rückseite nochmal hier dann. Und dann noch die DVD-Fassung. Das Ganze schaut hier jetzt dann so aus. Und das nochmal hier im Hintergrundmotiv. Ja, Hintergrund ist auf jeden Fall hier schon mal sehr, sehr schön. Und damit sind wir auch durch mit den beiden 3-Meter-Books zu Ace Ventura. Und damit geht es mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, meine Lieben, und das war's auch schon mit den Ace Ventura-Trilogie. Einmal der dritte Teil, dann der zweite Teil und noch der erste Teil. Und damit sind nun alle 3 Mediabooks nun gezeigt worden und ich hoffe, euch hat es gefallen. Muss wirklich sagen, das Mediabook zum ersten Teil für mich immer das schönste Motiv mit gestochen scharfem Motiv vorne und auch innen drin. Wahnsinnig schön. Auch natürlich hier die beste Veröffentlichung eben mit der integralen Fassung. Wahnsinnig schön gemacht. Auch natürlich mit der deutschen Synchronisation. Also hier auf jeden Fall schon mal ein großer Pluspunkt, sich die zu besorgen. Ja, würde man sagen, dass Ace Ventura hier der zweite Teil doch eigentlich mehr ein Reboot ist, zumindest ein Repack ist, kein Reboot. Bin mir nicht ganz sicher, aber von trotz all dem hier vom Mediabook her auch wieder sehr schön gestaltet. Innenmotiv eher nicht so gut, in Schwarz-Weiß gehalten auch. Die Bilder an sich sind auch nicht so ganz gestochen scharf. Und ja, aber hier Teil 3. Ob man diesen Film braucht oder nicht, ist jetzt wieder dahingestellt. Ist auch vollkommen egal, die Frage. Ich wollte gerne alle komplett haben. Und zwar Ace Ventura, der Titeldetektiv aus dem Jahr 2009. Erstmalige Blu-ray- und DVD-Premiere, würde ich jetzt mal behaupten. Und mal schauen, was dieser Film zu bieten hat. Und ja, was sagt ihr denn zu den Veröffentlichungen von Ace Ventura im Mediabook? Habt ihr euch die auch zugelegt? Wenn ja, welche Kaffeemotive habt ihr euch ausgewählt? Und ja, schreibt es in die Kommentare rein, würde mich freuen. Und auch guckt auch am besten mal zu auch meine Filmreihe an zu Ace Ventura. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und tschüss.